Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carlos Martins vom Traders Club 24 und ich zeige euch heute mit dem MetaTrader 4, wie ich sogenannte Trendlinien, Unterstützungslinien schnell einzeichnet und wie ich vielleicht mein Chartbild ein wenig verändere mit dem Master Template. So, wir sehen hier den britischen Pfund US-Dollar. Ja, um jetzt hier mal vielleicht sogenannte Trendlinien einzuzeichnen. Ja, auf vielleicht auch größeren Zeitparameter. Ja, versuche ich euch erstmal zu zeigen, dass ich vielleicht erstmal, wenn ich die Pivot-Linien einmal mal rausnehme, dann gehe ich rechte Maustaste, Indikatoren und gehe hier auf Pivot und mache mal hier auf Löschen. Dann kann ich hier auf Schließen drücken und habe das Bild jetzt so hier im ohne die Pivot-Linien. Gehe jetzt hier oben mit der Maus rauf und habe hier ein Zoom, ein Plus und ein Minus. Ich zoome das mal ein bisschen kleiner. Ja, und dann sehe ich hier wunderbar die Bewegung im britisch Pfund US-Dollar. Ja, und ich kann hier oben, wenn ich hier diesen grünen Autoscroll nehme, das ganze Bild hier auch so ein bisschen verändern. Auf der rechten Seite kann ich es groß und klein machen. Immer mit der linken Maus gedrückt lassen. Ja, dann kann ich das Bild hier kleiner und größer machen. So, jetzt habe ich hier oben für horizontale Linien. Also ich klicke da mal ran, gehe hier mal mit dem Cursor ran und kann dann hier ganz einfach hier mir eine sogenannte Widerstandszone einzeichnen. Das Ganze kann ich klicke das hier oben noch mal ran, gehe nach unten und zeichne mir das Tief von hier an, klicke noch mal oben ran und zeichne mir das Tief von unten an. Ja, einfach oben ran klicken, horizontale Linie, ja, und reinfügen. Wenn ich diese Linie verändern möchte, sprich, ich möchte sie nach oben und nach unten ziehen, linke Maustaste, ja, einen Doppelklick machen, dann seht ihr hier auf der rechten Seite, dann kommt so ein kleines Quadrat. Und jetzt kann ich das mit der linken Maustaste gedrückt halten, ja, festhalten, nach oben oder nach unten ziehen. Ganz, ganz wichtig, linke Maus muss gedrückt sein. Ja, und das Ganze hier unten auch Doppelklick runterziehen, ja, rechtes Kästchen runterziehen und raufziehen. Wenn ich diese Linie verändern möchte, auch in einer anderen Farbe, ich drücke das mal rechte Maustaste, ja, also drauf gehen, ziehe wieder ran, rechte Maustaste, horizontale Linie Eigenschaften, gehe ich einmal ran, dann öffnet sich dieses Fenster. Und hier kann ich sagen, ich möchte das jetzt in eine andere Farbe haben, möchte das gerne jetzt hier in Aqua haben und möchte hier das in dickerer Form haben. Mach das mal und dann habe ich hier diese Aqua-Farbe hier als Unterstützung. Und wenn ich hier oben reingehe, rechte Maustaste, horizontale Eigenschaften, ja, und Parameter, dann kann ich mir hier auch den Preis eintragen. 1,54 mache ich mal 80. Schauen wir mal, wenn ich da drauf drücke, dann seht ihr, die Linie geht nach oben. Wenn ich die wieder verschieben möchte, linke Maustaste gehalten und wieder ranziehen. Farbliche Veränderung, rechte Maustaste drücken, Allgemeines. Und jetzt sage ich, ich möchte jetzt diese Farbe, möchte ich jetzt hier in Rot haben. Und die möchte ich jetzt ganz fein haben, gestrichelt. Das ist wichtig, wenn man sie gestrichelt haben möchte, dann müsst ihr auf dieses kleinste Fenster gehen, sonst gibt es keine gestrichelte Linie. Und jetzt habe ich hier die gestrichelte Linie oben als sogenannte Widerstandszone für diesen Bereich. Um das Ganze zu löschen, einfach reinklicken, löschen, Doppelklick, rechts löschen. Ja, und dann habt ihr das Ganze wieder hier gelöscht. Das Ganze würde auch anders funktionieren. Einfach oben drauf drücken und dann auf eure Delete-Taste drücken. Dann würde das Ganze hier auch rausgehen. Ja, rechte Maustaste und ihr seht, wenn ich hier drauf drücke, rechte Maustaste, dann passiert gar nichts. Doppelklick, dann seht ihr hier auf diese Linie Doppelklick rechts. Jetzt kann ich das Ganze löschen und kann diese ganzen Bereich machen. Das ist hier für die sogenannten horizontale Linie, wenn ich jetzt hier die Trendlinien einzeichnen möchte. Ja, und möchte hier unten einen Trend malen von oben nach unten. Ja, oder gehe in die oberen Zeitparameter in eine Stunde. Und jetzt habe ich den Cable mal hier in Tagesbasis mal eingeschaltet. Nehmen wir uns mal hier die Linie und zeichnen mal hier unten.
Zack. Ja, oder hier von unten nach oben. Ja, könnt ihr euch Linien anzeichnen, Trendkanäle einzeichnen, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Hier wichtig ist dort, wenn es jetzt hier im Blau, wenn ihr, ich mache dort mal wieder rein, Doppelklick und dann seht ihr, sind hier überall diese Kästchen, dann könnt ihr das verändern. Ich kann das Ganze auch als sogenannte Strahl machen. Ein Parameter, wenn ich jetzt den Strahl drauf drücke, dann seht ihr, da geht das von unten nach oben. Hier auch Eigenschaften als Strahl. Und dann habe ich das hier automatisch, wenn ich irgendwas ziehe von oben der Spitze, wird das automatisch als Strahl angezeigt. Wenn ich das nicht haben möchte, Doppelklick, rechte Maustaste, Eigenschaften, den Strahl rausnehmen und schwuppdiwupp ist der Strahl wieder weg. Und ich kann jetzt hier, ihr seht, ich mache das mal in einer anderen Farbe wieder, Eigenschaften, Allgemeines und ich nehme das jetzt mal in Lime. So, und dann kann ich hier linke Maustaste gehalten und kann hier die Veränderung selber einzeichnen. Ja, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte, von der Spitze hier. Ja, dementsprechend könnt ihr euch das so einstellen. Rechte Maustaste und dann wieder löschen hier. Draufklicken und löschen. Ja, also wenn ich das nur so haben möchte, bleibt es so. Wenn ich das Ganze als Strahl haben möchte, Trendlinien, Eigenschaften und hier auf OK drücken und dann haben wir den sogenannten Strahl, der uns das hier letztendlich zeigt. Ja, Doppelklick, wieder löschen. So, und dann haben wir hier noch die Linien. Ja, wenn ich das jetzt mal hier zeige, diese rote Linie. Ja, Doppelklick. Ja, da können wir das Ganze hier wunderbar ranzoomen. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal einen Tipp. Ich mache das mal nochmal in einer anderen Farbe, mal im Lime. Wieder hier rauf gehen. So, auf Lime. Und jetzt seht ihr, das wird komplett einmal durchgezogen zu diesem Indikator hier, unseren Long-Short-Indikator. Ja, wenn ich jetzt rechte Maustaste hier wieder reinklicke auf unseren Vertical-Line-Eigenschaften und als Hintergrund anzeichnen, ja, wenn ich da jetzt drauf drücke, so rüberziehen, einmal hier, vertikal als Objekt als Hintergrund anzeichne, wenn ich jetzt da wegdrücke, ja, dann seht ihr, dass von den Kerzen her, ich mache das mal ein bisschen größer, ja, ihr seht, die grüne Linie geht komplett über die Kerze hier, wenn ich das mal euch in die Mitte reinzeichne und vielleicht ein bisschen dicker mache, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Nochmal ganz dick. So. Ja, dann sieht man die Kerze nicht. Wenn ich das Ganze hier wieder auf Doppelklick mache, Hintergrund als Objekt, Hintergrund zeichnen, dann seht ihr hier, dann geht die grüne Linie unter der blauen Kerze. Das heißt, wir können die Kerze hier ideal auch einstellen. Das könnt ihr machen, theoretisch, um auch eventuell Uhrzeiten einzustellen. Ja, und sagen, okay, ich möchte gerne das Ganze hier um 9 Uhr sehen. Ja, dann kann ich natürlich hier langsam rangehen, rechte Maustaste gucken, wie viel Uhr ist das. Ja, oder ich gehe gleich von vornherein und sage, 9 Uhr möchte ich gerne die vertikale Linie sehen und dann wird das automatisch reingelegt. Ja. Gut, wenn ich das löschen möchte, Doppelklick hier und löschen, dann ist die Linie wieder rein. Also ihr habt oben die Werkzeuge vertikal, horizontal und die sogenannten Trendlinien, die ihr hier letztendlich anzeichnen könnt. Und ganz einfach, also nur ein Klick rauf machen und wenn ihr Doppelklick macht, könnt ihr die Linien wieder rauslöschen. Ja, ich hoffe, euch habe euch wieder ein Tipp mehr gegeben, wie man das schnell nutzen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Traden, euer Carlos.